Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ATS. So. Und zwar fahren wir jetzt die Bergpassage. Also wird eine schöne Strecke. Vor allem mal schauen, ob es jetzt in den neuen Versionen, weil als ich das letzte Mal lang gefahren bin, ist schon eine Weile her. Aber ich bin hier früher, wie gesagt, etwas öfters lang gefahren. Da bin ich mal gespannt, ob sie hier jetzt irgendwas verändert haben. Time to hit the road. Bin ich ja mal ein bisschen gespannt hier. I'll find a new route. So, da, da. Wäre doch cool, wenn einem hier Gegenverkehr entgegenkommen würde, ne? Stoßdämpfer. Yay. Oh, Level 20, Bebe. Yeah, the mother of God. Eigentlich können wir jetzt hier mittlerweile hier den Punkt wegnehmen. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr.
Was? Hä? Mein Auflieger ist auf der Straße. Oder hat er zu wenig Bodenfreiheit? Das kann natürlich sein. Ich meine, ich bin ja schon mit viel größeren Aufliegern lang gefahren. Zum Beispiel so ein Tribble, wo ich von diesen Containeraufliegern, also nicht Container, sondern also hier. Das Ding halt. Nur halt nicht mit der festen Box, sondern mit so einer Plane quasi. Aber halt auch so ein Dreierauflieger. Und da bin ich hier auch schon rumgekurft. Und kam durch über alle Kurven. Aber ich schätze mal, weil der Auflieger so lang ist, hat er zu wenig Bodenfreiheit. Das war's schon? Okay. Dann machen wir mal eine Kamerafahrt. Wow, warum so schnell schon wieder? Hallo? Wo ist der LKW? Da. Na gut, dann ist die Welt zu Ende. Oder zumindest unvollständig. Sehr schöne Gegend. So, siehst du? Leider kann ich oben nicht pennen und es ist schon fast wieder dunkel. Das fehlt irgendwie noch. So ein Auto, wo man pennen kann. Gut. Dann. Fahren wir weiter. Denn wer denkt, dass die Strecke hier zu Ende ist, der hat sich leider da getäuscht. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gefahren. Komm ich hier vorbei? Ja. So, hier geht's lang. Neue Passagekarte aktualisiert. Ach, schau mal, na guck. Wer hätte denn das gedacht? Okay.
Und Fun Fact, ich kannte diese Strecke der Map, wie gesagt, als ich das entdeckt habe, das ist schon eine ganze Weile her. Und ich kannte das sogar schon, bevor es hier offiziell mit diesen ganzen versteckten Passagen losging. Damit haben die in der Version 1.44, glaube ich, angefangen, mit dass es viele versteckte Passagen gibt. Aber bereits vor der Version gab es diesen Abschnitt hier. Ich persönlich habe, glaube ich, mit der Version 1.43 angefangen zu spielen. Das war meine erste Version. Oder war schon die 1.42, keine Ahnung. Auf jeden Fall halt in einer von diesen beiden Versionen gab es diese Passage auch schon. Aber ich glaube mal, wir können ein bisschen schneller fahren. Ist jetzt etwas geradere Strecke. Außerdem wird es schon langsam dunkel. Da wollen wir uns nicht zu lange aufhalten. Weil Sonntag hier auch ganz schön geil aussieht, ne? Wie leicht diese Passage halt ist, ne? Und hier kommen wir auch wieder auf eine Hauptstraße, aber auch die ist versteckt. Mit einer wunderschönen Brücke. Tada. Sehr schnicke Gegend hier. Sehr schnicke Gegend hier. Grün, wird grün. Bitte, ja. Ja. Und da vorne bei der Werkstatt, die man da schon auf der Landkarte ein bisschen sieht und da vorne irgendwo ist, da war ich halt mal und habe dann gesehen, dass es hier gar keine Stoppkreuze gibt. Und ja, dadurch ist mir aufgefallen, dass es hier so eine Passage gibt und dementsprechend bin ich hier halt von der Seite halt reinkommenderweise habe ich hier die Passage entdeckt.
Vor allen Dingen, dass da halt wirklich Abzweig an Abzweig an Abzweig war und alle halt ja nicht gelistet waren, sage ich jetzt mal. Was halt schon für mich ein bisschen wunderlich war. Vor allem, wie gesagt, weil es halt alles war, bevor es offiziell mit den versteckten Passagen losging. Also, das war da noch nicht mal ein Ding. So. Jutsche, können wir mal hier erstmal reparieren. Hä? Jetzt sind 706? Achso, weil wir weniger Prozent. Ich verstehe das nicht. Aber eigentlich, so viel müssen wir gar nicht reparieren, ne? Geht eigentlich voll. So. Achso, gucken wir mal, weil erstmal hier gucken wir mal. Bevor wir irgendwas machen. Damit wir nicht durch fehlendes Money zurückgehalten werden. Aber 170.000. So, Motor. Ah, wir können jetzt mittlerweile die stärksten holen. Für 22.000. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das so unbedingt lohnt. Okay, das ist nur die mit Midlift. Ah, okay. Das heißt, die 3-Achser-Variante, also 4-Achser ist ja, also die Achse. Eben, die höchste Ausbaustufe ist ja 8x6, nicht 8x4. Ja, eben. Ja, und hier ist das hier eine von den unteren dreien. Ich glaube, die ganz unten. Oh. Und sonst gibt es halt auch nicht so viel, was man sinnvollerweise machen kann. Von daher macht es auch aufliegertechnisch keinen Sinn, den aufzumotzen. Weil Auflieger mit 4 Achsen, wenn der LKW selber nur 2 Achsen hat, sieht halt total unverhältnismäßig aus, ne? Also, das macht keinen Sinn. Ne. Ich glaube, das wird noch nichts. Da müssen wir erstmal noch ein Level hochkommen. Mal gucken. Da brauchen wir Level. Na gut, jetzt ist die Frage, welches von den dreien? Tja. Ich meine, wir können mal ganz kurz gucken hier. Ein Hauptmenü. Fahrzeugbrowser. Oh, wir haben Fähigkeitspunkt. LKW-Browser. Da. So. Genau. Das wäre die kurze Variante und das wäre die lange. Und wir brauchen halt. Erstens will ich sowieso die nehmen, ne, weil mehr Treibstoff. Und vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, ob es das Ding. Geiles Lied, Alter. Für das überhaupt gibt's. Ja, nicht nee, da fällt nämlich das ganze Ding drauf und das ist denn. Also wir müssen doch noch bis Level 26 kommen. Weil hier mit Midlift. Ne. Ich möchte hinten alle Achsen angetrieben haben. Punkt. Ja. Wie gesagt, da brauchen wir noch 6 Level. Also noch eine ganze Menge. Naja. Können wir vorher noch ein bisschen Geld in unser Unternehmen buttern? Beziehungsweise erstmal hier wieder ein bisschen rausnehmen. Weil jetzt noch weiter einen LKW kaufen können wir aktuell nicht. Da müsste ich erstmal eine Garage ausbauen. Wo ist der? Da. Ja genau, sind beide voll. Deswegen, also. Bringt erstmal alles nix. Von daher fahre ich dich zurück. Dann nehme ich dich. Und dann noch dich zurück. So. Passt. Okay. Das heißt. Das ist so ein geiles Lied, Alter. Mit diesem Lied. 17. Hm. Wir wollen tanken und vor allen Dingen pennen gehen. Kann ich hier wenden? Ja, ne? Das Ding war, glaube ich, groß genug.
So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier für Aufträge bekommen. Frachtmarkt. Bam, bitte, bitte irgendwas nach Montana. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist schon Richtung okay. Hier oben gibt's gar nichts. Weißt du was? Wir machen mal anders. Speichern. Pennen gehen. So, mal gucken, was wir jetzt für Aufträge haben. Jetzt wird es ja wieder hell. Ne? Das heißt, wir fahren wieder am Tag. Aber wir haben jetzt andere Aufträge. So. Na. Oh Gott, ist ja jetzt alles noch beschissener. Oh mein Gott. Nee. Das ist nicht gut. Gott, da kommt ja gar nichts mehr nach Montana. Diese Welt hasst mich. Nix. Rein gar nix. Gut. Das hat also schon mal nicht funktioniert. Schade. So viele gute Lieder. Hier. Das heißt, das war's, ne? Ja. Wir nehmen mal das an und gucken, ob wir die Strecke ein bisschen umlegen können.
Eine Spur, aber da vorne wieder zwei Ampeln. Ist doch ein Witz. Hey, was ist denn hier los? Hör mal die Rechtsabbieger hier. Weil die zu schnell fahren hier. Ja. Aber wo müssen wir was hin? Ach, da hinten. Okay. Das ist jetzt auch so ein klassischer Bereich, wo wenn ihr hier vorne stehen bleibt, dann immer die Probleme sind, dass dann, ne? Da kommt ein Zug. Wow. Da habe ich gerade so sehr auf diese komischen Dinger da geachtet, die da, dass ich erst recht nach rechts gelenkt habe. Das menschliche Gehirn ist manchmal schon echt komisch. So, halt, Prachtmarkt. So, ja komm, lass annehmen. So, der Auflieger, wo ist der? Ist der jetzt hier oder was? Ah, da. Oh Gott. Oh Gott. Ist hier aber ja schon eng. Ah, sie sieht aber gut aus. Sollten wir packen. Davon fährt ein Zug. Weiß nicht mehr. Oder ich habe mir gerade verguckt von den Autos. Eieiei. Ah, jetzt fährt ein Zug. Da, seht ihr den Zug? Oh mein Gott, ich mag Züge. Hat bestimmt doch keiner gemerkt. Ein bisschen Auflieger noch mehr gerade ziehen. Aua. Eng hier. Der Tor schießt halt. Eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung, wie wir hier rein. Damit müssen wir komplett. Wir können eigentlich nicht rückwärts reinfahren. Also einmal komplett raus. So, und jetzt. Und denn da drinnen wenden ist halt quasi unmöglich. So. Jetzt soll es aber passen hier, oder? Die ganzen Paletten hier. Kackpaletten. Hallo? Ich sehe nichts mehr. Mann, die Paletten hier. So. Hallo? Meine Stoßstange spielt schon wieder verrückt. Ja, schon fast gut, aber noch nicht ganz gut.
Aber reicht vielleicht aus, damit wir hier zumindest den Hänger so reinbekommen, wie er soll. Jetzt machen wir nochmal einen Anlauf hier. So. Da sieht doch schon besser aus. Da sieht doch schon viel besser aus. So, besser wird's nicht. Okay. Und weg hier. So schnell wie möglich weg hier. So, hier müssen wir nach rechts. So, und jetzt mal gucken. Also wir haben jetzt 19 Stunden brauchen. Achso, wir also erstmal gucken, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Wir haben 50 Stunden. Oh, das sieht aber gut aus. Nein. Hier rein. So, das heißt, wir sollten nicht mehr als 30 Stunden brauchen. Wir fahren also da lang. Hallo, wo ist meine Maus? Und wir versuchen mal... Problem ist... Hier oben lang zu kommen wird schwieriger, als ich dachte. Er macht da hier so einen riesigen Knick in der Optik. Können wir gleich hier oben lang fahren. So ungefähr. Aber immer in 26 Stunden. Sollten wir also packen. Okay. Jürgen. Also versuchen wir es hier noch irgendwo günstig an den Wege dran zu stellen. Ohne hier einen Baum mitzunehmen. Ich glaube, die Autos überholen eh nicht. Von daher. Nö. Jürgen. Dann würde ich mal sagen, was ist das mit der Folge? Und dann können wir in der nächsten Folge wieder schön oder endlich mal quer durch Manhattan fahren. Montana. Und ja. Mal gucken, wie das wird. Bis dann.